Ich zitiere meinen Kollegen Dennis Heinrichs. Flammende Ketten, blutige Pflöcke und kaum Knoblauch. Nein, viel Knoblauch. Viel Knoblauch, viel Knoblauch, viel Knoblauch. Das sind die Zutaten für eine Zeichentrickserie, die wir jetzt komplett gesehen haben. Und sie handelt von Vampiren, Vampirkillern und noch vielen anderen Menschen in der Walachei. Viel Spaß mit unserem Recap zu Castlevania. Und damit herzlich willkommen oder willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, Bada Binge, Entschuldigung. Jetzt an meiner Seite Dennis Heinrichs und André Hecker. Moin, moin. Denn die beiden Herren wollen heute mit mir, oder beziehungsweise ich möchte mit diesen beiden Herren heute über Castlevania reden. Da ist ja jetzt gerade die vierte Staffel auf Netflix abgeliefert worden. Wir haben sie jetzt alle insgesamt komplett gesehen. Ja. Und deswegen wollen wir heute über Castlevania reden. Aber für all diejenigen, die noch gar keine Ahnung haben, gibt's jetzt hier mal ein kurzes Video zur Geschichte von Castlevania. Weil sie seine Frau als Hexe verbrannt haben, erklärt Vampirgraf Vlad Dracula Cepes der Walachei mitsamt Bewohnern den Krieg. Doch der letzte Überlebende der Belmont-Familie, Trevor Belmont, sowie die Magierin Sifa Belnades und Draculas eigener Sohn Alucard können den Fürst der Finsternis aufhalten. Infolgedessen entsteht ein Machtvakuum, das weiteres Leid und weitere Monster zur Folge hat, denen sich das Trio auf die eine oder andere Weise stellen muss. Ohne zu ahnen, dass Kräfte am Werk sind, die Dracula wieder an die Macht bringen wollen. Und nachdem wir nun auch die vierte Staffel beendet haben, wird es Zeit für eine Bilanz der blutig-pompösen Videospieladaption. Ja. Habt ihr tatsächlich im Jahre 2017 die erste Staffel schon gesehen oder habt ihr euch die irgendwann erst später angeschaut? Ich hab sie direkt. Ich auch. Ja? Direkt weggebinged. Weil ihr. Nur vier Folgen. Ja, eben. Am Stück. Weil ihr so große Castlevania-Fans seid oder was hat euch da, sag ich mal, angesprochen? Für mich war es in erster Linie das Franchise. Also, ich würde mich jetzt nicht als großen Castlevania-Fan outen. Ich glaube, am liebsten hat mir das 3D-Spiel davon gefallen. Das Neueste war das, glaube ich. Aber die Trailer haben Lust auf was Neues gemacht. So eine erwachsene Castlevania-Serie. Der Stil hat mir gefallen in den Trailern. Und wie gesagt, vier Folgen kannst du ja durchgucken. Selbst wenn du nur ein kleines Interesse hast, glaube ich, raubst du dir damit nicht allzu viel Zeit, wenn du da die Zeit investierst dann. Ja, ging mir eigentlich genauso. Also Fan würde ich auch nicht sagen. Ich habe ein paar Spiele gespielt, nicht alle. Einige finde das Universum einfach spannend, finde die Charaktere irgendwie cool, finde die Waffen cool. Dann dachte ich mir, okay, dann kam der Trailer. Dann war ich richtig heiß, weil das einfach halt schon geil aussah. Und wie Dennis sagt, schön erwachsen. Ne? Sah schön hart aus, irgendwie dieses Dark Fantasy. Geil umgesetzt, optisch gut. Und dachte ich mir, klar, da bin ich verhaftet. Und man konnte halt wirklich entspannt am Stück wegsnacken, weil es ja wirklich kurz war. Und wie so ein Testballon, ja auch, kann man fast sagen, für Netflix, glaube ich, ob das funktioniert. Und deswegen, da war ich direkt involviert. Und war euch bewusst, worauf das Ganze basiert? Also, was diese Serie jetzt, sage ich mal, erzählt? Weil ich muss ehrlich sagen, Castlevania ist für mich halt einfach der Typ mit der Peitsche, der halt dieses Schloss da hoch hüpft. Und es ist nicht Indiana Jones, ja, genau. Und es ist nicht Indiana Jones, stimmt. Also, es ist ja, also, zumindest mein Wissen über Castlevania ist ja, dass auch nicht in jedem Spiel irgendwie der gleiche Held vorkommt. Nee. Und, aber es, in jeder Castlevania-Geschichte gibt es einen Belmont und einen Dracula und das ist sehr ähnlich wie Zelda sozusagen. Es gibt irgendwie einen Link, der irgendwo auftaucht und einen Böse als Ganondorf und das reicht ja erstmal. Genau, es hat halt eine Lore und ich muss es auch nachlesen dann später. Also sie haben es halt, es ist halt keine Direktadaption, weil du ja auch im Einspieler wurde ja quasi Adaption gesagt. Es ist basiert eben auf dem dritten Spiel, auf dem Dracula's Curse, glaube ich, ist die Grundstory befußt. Aber dann spielen sogar noch auch Elemente von, glaube ich, noch zwei anderen Spielen rein, wo ich schon den Namen vergessen habe. Castlevania, Fluch der Finsternis. Ja. Und Symphony of the Night, oder? Und Symphony of the Night ist die Hintergrundgeschichte zu Alucard. Genau. Und aus denen zusammen, also aus die Grundlore ist Teil 3,
Dracula's Curse da und dann plus diese anderen beiden zusammen, daraus haben sie dann was Eigenes gemacht. Also sie haben darauf gefußt, haben wir auch direkt gesagt, wir werden daraus, wir werden es nicht komplett dran halten, wir werden ein bisschen selber erspinnen uns was, weil das ist, also die Lore ist ja da, daraus kannst du ja was machen, das finde ich auch in Ordnung. Aber muss ich auch selber nachlesen, das wusste ich jetzt also nicht jetzt. Nur vom Sehen her, dafür bin ich auch nicht zu deep in dieser Lore drin. Mir war halt auch nur der Name Simon Belmont. Das war für mich ein Begriff so. Ja. Und dann sehe ich halt hier schon in der ersten Staffel, da ist ein Typ namens Trevor Belmont. Ja. Dachte mir so, ja, okay, Vorfahre, whatever, oder Nachfahre, keine Ahnung. War mir dann auch letztendlich egal. Ja. Ich muss sagen, ich war in der ersten Staffel noch nicht so ganz überzeugt vom Zeichenstil. Ich fand, da waren schon immer mal wieder Szenen, Momente, vor allem gerade immer in der Action dabei, die, weiß ich nicht, die haben nicht so meinen Ansprüchen genügt, beziehungsweise das war nicht so das, was mir unbedingt gefällt. Das war mir dann noch eine Spur zu, weiß ich nicht, zu einfach, vielleicht? Mhm. Also es war nicht so, also es hätte für mich alles immer noch eine Spur detaillierter sein können. Es ist kein Vampire Hunter D. So viel genau, ja, also, ja, zum Beispiel, ja. Also, das kann man schon sagen. Also ich finde, ich würde dir recht geben, ich finde es auch, es hat so ein ganz eigenes, also Netflix hat ja sowieso bei den eigenen Zeichentrick- und Anime-Produktionen sind die auch relativ experimentierfreudig. Mhm. Die gehen auch manchmal in diese 3D-Nummer rein, ja, ein bisschen. Und ich finde, das merkt man hier, dass es wieder ihr eigener Stil ist. Aber ich habe mich dann irgendwann auch spätestens ab der zweiten Staffel dann dran gewöhnt. Und gerade auch in der letzten Staffel gibt es halt auch einige inszenierte Kämpfe und Special Moves, nenne ich es jetzt mal, wo die dann halt noch mal richtig in die Effektkiste gegriffen haben, wo du sagst, okay, das sah jetzt schon ziemlich, ziemlich geil aus. Das funktioniert. Und ich finde, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, ja, aber ich würde auch sagen, dass du in der ersten Staffel schon die Zeichnung des ja, die war noch ein bisschen ungeschliffen. Ja, ungeschliffen. Ja, ja, ja. Genau. Ich finde, du merkst halt total, wenn die Staffel hintereinander wegguckst, wie die gewachsen sind. Also ja, gerade in der vierten haben sie ja dann auch nicht mehr, also da haben sie sich ja noch, glaube ich, zwei Animationsstudios, glaube ich, dazu sogar geholt, die noch supporten. Und das merkt man meiner Ansicht nach. Und gerade, weil du gerade die auch ansprichst, die Choreografien, die Kämpfe. Wenn du mal Staffel 1 vergleichst mit 4, das sind wirklich fast Welten. Ja, also, ja. Die vierte, muss ich sagen, hat ein paar Kampfszenarios, ein paar Kampfchoreografien, Zucker. Also sowas, also damit kann man wirklich fast sagen, sowas gab es im Animationsbereich so auf der Netflix-Plattform zumindest, in Eigenproduktion bei denen fast noch gar nicht. Also da gab es ein paar ausgeklügelte Kampfszenarien, die teilweise sich ja über Minuten erstrecken, wo ich sagen muss, okay, Hut ab. Das war wirklich krass. Und da stinkt natürlich so die erste, sogar noch die zweite so teilweise ein bisschen gegen ab, das stimmt, ja. Also sind immer gewachsen, was ja auch gut ist. Also die haben immer einen Progress hingelegt, eine Lernkurve gehabt. Und die haben sie auch angenommen, finde ich. Und ja, deswegen, also ich finde es immer noch gut, aber klar, im Vergleich jetzt wachsend wurde es dann immer besser, ja. Ja, für mich, aber das Coole ist auch, dass ich finde, du kannst es halt auch, du kannst es sozusagen mit der Geschichte verargumentieren. Mhm. Dass sowohl Trevor als auch Sifa sozusagen lernen oder die von Staffel zu Staffel erfolgreiche Monsterjäger werden, ja, und dann am Ende wirklich sozusagen, also die sind ja in der letzten Staffel schon relativ unbesiegbar. Die beiden. Mir lag es auf der Zunge, aber ich wollte jetzt nicht den Nerdshit droppen. Ja, wir sprechen über Castlevania, kann man mal Nerdshit droppen. Aber ja. Mir gibt ihr recht, ja. Und das fand ich auch cool. Also das ist. Aber ich überlasse dir die Moderation, weil ich werde schon. Nein. Also du, erste Staffel, wie gesagt, konnte mich künstlerisch noch nicht so erreichen. Ich fand aber die Geschichte an sich ganz cool. Ich muss auch sagen, ich habe noch nicht mit der ersten Staffel so das gekriegt, was ich mir eigentlich gedacht habe oder erhofft habe von Castlevania. Ich fand schon immer, und das finde ich auch bis zum Ende, das ist auch so ein Punkt, den wir gleich bestimmt nochmal ansprechen werden. Aber vorher möchte ich noch kurz auf was anderes zu sprechen kommen. Aber ich fand schon immer, dass es irgendwie die Art der Gewalt, da stehe ich ein bisschen im Zwiespalt dazu. Ja, aber da kommen wir gleich noch dazu, glaube ich, wenn wir. Das ist für mich auch interessant, in was für einem Zwiespalt du zu Gewalt stehst. Ja, ja, das ist, hat mich auch überrascht. Das war zu wenig, oder? Hat mich auch überrascht, aber ja, das, wie gesagt, gleich nochmal. Okay. Meine andere Frage, die ich noch vorher stellen wollte, ist, wie wichtig oder wie entscheidend war es, dass halt Warren Ellis diese Serie verantwortet, geschrieben und halt irgendwie über die ganzen Staffeln gebracht hat? Also war das für euch ein Thema? War das, also ich meine, der Typ hat schon ein paar bedeutende Comics geschrieben, so. Ich finde, es ist, also, ja, also, du, also ich habe den Namen gelesen, habe gedacht, okay, er kann halt schreiben. So, er kann gute, ein Alice Punisher oder so, ist halt schon interessant zu lesen. So, und das hat auch Spaß gemacht, aber es sagt erstmal nur etwas darüber aus, dass sie einen guten Autor gefunden haben, der ein paar gute Comics geschrieben hat. Was halt einfach zwangsläufig nicht bedeutet, dass er auch eine gute Serie schreiben kann. Mhm. So, das lässt sich ja, das ist ja kein automatischer Übertrag, dass du sozusagen dadurch eine gute Serie schaffst.
Es ist ein Qualitätsmerkmal, aber ich habe es jetzt gesehen und ich würde jetzt nicht sagen, oh, das war jetzt ein Alice-Moment. So, oder ich wüsste nicht mal, wie ich sowas beschreiben sollte. Das, ich finde, die Serie ist gut geschrieben. Er kann sich's aufs Portfolio packen, aber es ist jetzt, also, es gibt sicherlich Comic-Nerds, die größere Comic-Nerds sind, die dann sagen, ja, deswegen gucke ich's. Aber für mich war es nur so, okay, ja, ich kenne den Namen, ich habe 2, 3 Comics von dem gelesen und habe jetzt keine, also, wenn jetzt da steht, produziert von Michael Bay, wäre es wahrscheinlich ein, eine andere Beziehung zu der Serie geworden. Aber. Ja, das, also, also hätte der jetzt irgendwo produziert von Michael Bay gestanden, hätte es mich nicht unbedingt gewundert, muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann pompösen her. Ja, rein vom pompösen. Stimmt, es explodiert tatsächlich sehr viel. Ja, das stimmt, ja. Also rein von der Pompösität. Aber so weißt du, was ich meine? So, ja. Gibt's du, schlimmer. Ey, für mich ist das auch nicht irgendwie ausschlaggebend gewesen, dass der Mann dafür verantwortlich war. Ich wollte nur wissen, ob das für euch irgendwie ausschlaggebend war. Ich meine, ich weiß jetzt auch von dem Typ, dass der halt nur diesen Iron Man Extremis gemacht hat. Stimmt, ja. Ja, das irgendwie für Iron Man 3 die Grundlage oder beziehungsweise die Vorlage war so. Aber viel mehr weiß ich zu dem Mann jetzt halt auch nicht. Ich würde mir jetzt gerne mal diese James-Bond-Comics von ihm durchlesen. Das hat mich jetzt ein bisschen im Zuge dessen oder im Zuge Castlevanias hat mich das ein bisschen neugierig gemacht. Mhm. Aber ansonsten war das für mich halt auch nicht entscheidend so. Ich wollte halt einfach. Ach, ich habe auch voll Blödsinn. Wer hat das jetzt geschrieben? Warren Ellis. Ich habe den gerade mit Garth Ennis. Ich verwechsel mit Ennis und Ellis. Nämlich Garth Ennis hat Punisher. Gute Punisher-Comics. Nee, er hat, glaube ich, hier dieses Trans-Metropolitan hat er gemacht und halt, wie gesagt. Ach, genau, das, das habe ich sogar mal gelesen. Ja. Und war halt unter anderem und hat halt diesen Extremis. Ja, genau, ich verwechsel Ennis. Ja, Transpolitan habe ich so gelesen, ja. Ich bin auch nicht, ich bin tatsächlich auch, ich bin ja auch eher so der Graphic-Novel-Mensch, noch mehr als, weniger Comics, mehr Graphic-Novel-Mensch, daher kann ich das so ein bisschen. Aber deswegen ging mir genauso, ich war jetzt kein Aussteigerschild von mir. Ich wusste, dass er es gemacht hat, aber bin ich jetzt auch nicht genug drin, um sagen zu können, so von wegen, ah ja, das war jetzt, ne, das hätte so kein anderer geschrieben oder gemacht. Keine Ahnung. Da bin ich dann eher so, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel dran gestanden hätte, das würde von Studio MAPPA produziert, die zum Beispiel aktuell Attack on Titan machen oder sowas. Da wüsste ich dann, okay, das ging visuell in so eine Schiene, wo ich was mit verbinden könnte. Oder wenn jetzt dahinter irgendwie auch hier ein berühmter Writer stand von einer großen Serie, schon mal einer anderen Anime-Serie oder einer anderen Zeichentrickserie, dann wäre es mir vielleicht anders gegangen, aber ich stecke da zu wenig im Comic-Metier da, um da jetzt genau sagen zu können, okay, das hat jetzt nur funktioniert, weil er da beteiligt war, muss ich sagen. Ja, von daher hat mich das jetzt auch nicht tangiert. Ich habe es gelesen, war aber ja okay. Zur Kenntnis genommen. Aber es spricht halt für ihn, finde ich. Ja, absolut. Find ich die Geschichte. Ja. Gut, dann machen wir jetzt mal das Fass auf. Welches ist eure Lieblingsstaffel? Ui. Von den 4 jetzt? Muss fast sagen, die 4, glaube ich. Insgesamt. Was natürlich, wie wir gerade gesagt haben, am Progress liegt, daran, dass die alles vereint, in der Ausarbeitung die beste ist, rein inszenatorisch. Von der Erzählung her, ja. Also, wenn ich mal alles andere rausnehme, aber wirklich die Qualität, wenn ich mal wirklich rauslassen, dann glaube ich, die 2. und sonst insgesamt als Gesamtpaket die 4. Bin ich mit bei dir. Also ich finde, die 2. ist die definitiv beste. Also war die Staffel, die mir am meisten gefallen hat. Denn, und da wären wir jetzt bei der Geschichte, ich muss halt sagen, was den restlichen Staffeln dann leider fehlt, ist Dracula. Ich finde, Dracula ist halt einfach ein wundervoller Antagonist, der sowohl charmant ist, wie emotional, wie, ja, absolut gewalttätig. Und mächtig, also das ist ja schon, man merkt halt einfach auch, es wird in dieser Serie halt schon gut verdeutlicht und gezeichnet, wie stark der Typ eigentlich ist und was der für eine Kraft oder was der für eine Macht hat. Und ich finde in den weiteren Staffeln, gerade Staffel 3, bei Staffel 4 war es nicht mehr ganz so schlimm, weil das führt ja durch aufgrund seiner Erzählung zu einem schönen, sag ich mal, Finale, sagen wir einfach mal so. Gerade bei Staffel 3 habe ich ihn doch schmerzlich vermisst. Ja, deswegen, für mich fühlt sich auch Staffel 3 wirklich am schwierigsten an, weil ich die so zerfasert finde und irgendwie so. Ja, da fehlen mir irgendwie, worauf läuft's hinaus? Also, was soll's eigentlich werden? Das fühlt sich an wie so eine Übergangsstaffel. Genau, das, ja, so würde ich es auch beschreiben. Aber ich würde auch, für mich ist inszenatorisch auch die 4. die stärkste. Ja. Und ich würde auch ich mag 3 auch. Ich weiß, was du meinst. Ich finde Dracula, also das sowieso erstmal ein Bösewicht oder den Hauptbösewicht irgendwie der Serie so zu etablieren, dass du auch irgendwo in der 2. Staffel sagst, ja, du bist eigentlich sogar auf seiner Seite, wenn es um ihn und die anderen Vampire geht. Also spätestens, wenn Camilla auf den Plan tritt. Richtig, genau. Ja. Und am Ende, er dann ja sozusagen auch in dem Kampf mit Alucard sozusagen
nochmal wieder seine menschliche Seite irgendwie durchblitzen lässt, was also sowas hast du in Hollywood-Blockbustern selten, auch so ein Bösewicht, der so nuanciert und so facettenreich ist. Was mir an der dritten Staffel aber wirklich gut gefallen hat, und das finde ich, macht Castlevania sehr gut, ist die Beziehung zwischen Trevor und Zephyr. Ja, die war. Ich finde, es ist sehr selten, dass es eine Serie schafft, sozusagen den männlichen und die weibliche Protagonistin in ein Liebespaar sozusagen oder in eine Romanze zu verwandeln. Und das Ganze nicht am Ende irgendwie ein Drama wird oder es gibt Probleme. Oder zu kitschig. Ja. Und sie ziehen es halt durch und haben auch gar keine Angst, so ein bisschen so Erwachsenenhumor. Oder es ist nicht mal Humor, normal rein zu. Mit dem Bier. Ja, ist besser als Sex. Besser als Sex und friert es ein. Und auch, dass sie sozusagen damit spielt, sich dessen bewusst ist, sozusagen, dieser Triebe. Und dass sie es einfach durchgezogen hat. Genau diese Szene, wie gesagt, ist perfekt geschrieben. Ja. So, du cringst nicht. Es ist nicht über, sondern du nimmst es mit. Da sind zwei Leute, die haben sich aufgrund der Situation irgendwie gefunden, verbringen ihr Leben zusammen. Und das ist in der dritten Staffel war halt für mich sozusagen das, was die dritte Staffel zusammengehalten hat. Also die beiden, ja, wie die genommen. Aber ja, natürlich ein Dracula fehlt. Und auch die Alucard-Side-Story war am Anfang witzig, wurde dann am Ende, fand ich, ein bisschen, ja. Ob man jetzt den Dreier da hätte zeigen müssen oder nicht. Ja, fand ich auch ein bisschen. Ich finde es gut, dass es Alucard sozusagen auch so ein bisschen diese Bisexualität irgendwie zeigt von ihm so. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber ja, es hätte, also das fühlte sich auch schon ein bisschen gezwungen an. Ich fand es ganz witzig, dass er sogar, wo er am Ende ja noch sozusagen auch immer so ein bisschen Trevor, dass er und Trevor mal so ein bisschen so dieses Hate-Love-Couple waren, so, die sich eigentlich mögen, aber gegenseitig anblaffen. Aber dass dann Alucard auch einfach in diesem Schloss sitzt mit diesen Strohpuppen und dann sogar mit sich selber sagt, Alter, was ist aus mir geworden? Ich drehe langsam durch. Ja, genau. Und wobei ich das echt bei Alucard, es machen gerade viele Fässer auf natürlich, aber ich meine, da merkt man ja schon, das ist nämlich die Dachargumentation für die Serie auch, die lebt halt durch die Figuren, also ja. Gerade die Hauptfiguren. Ich finde, Alucard ist eine super Figur, weil ich finde seinen Werdegang, mir hat er halt irgendwann einfach nur noch leid getan. Der halt allein in seinem Schloss da sitzt, der hat keinen mehr, der da hinsieht, da total depressiv und einsam wird. Und dann kommen halt diese zwei Leute da, die ja dann so, ach, guck mal doch hier, da habe ich ja neue Schüler so quasi. Ich habe hier wieder hab eine Beziehung irgendwie zu Menschen. Komm mal, fühle wieder Leben. Und dann wird er hintergangen. So. Das hat mir so, so leid einfach nur, wie der da hingesiecht ist. Und das fand ich bei ihm echt gut, wie die das ausgespielt haben. Weil er wirklich nur für eine heruntergekommene Gestalt irgendwann war. Natürlich mit dem im Staffel 4 dann dieser Big Reveal, wenn sie sich dann wieder vereinen, natürlich so das sein Gesicht, ne? Ja, das habe ich auch so. Wenn sie am Ende teleportieren, ja. Warte mal kurz. Ne? Ey, nur mal zur Sicherheit, wir machen jetzt mal einen Spoiler. Nur zur Sicherheit. Zack. Ja, ich dachte mir, wenn wir es recappen. Also, ja, aber ist egal. Ja. Ich will mich einmal absichern. Ich will mich einmal in der Serie. Ey, der Moment, wenn die da durch den Teleporter in das Schloss kommen und dann plötzlich neben ihm auftauchen, während er sich diesen Monster da stellt, fand ich auch super. Und sein Gesicht so erfreut, du siehst auf dieser Zeichentrickfigur diese Erleichterung, dass endlich seine Freunde wieder da sind, wo er sich eigentlich gegen gesträubt hat und das akzeptiert. Und er genau weiß, dass er sich auf die verlassen kann. So. Und das war Hammer-Moment. Das war quasi der Endgame-Moment. Endgame-Moment quasi. Ja, genau. Falcon. Ja, genau. Ja. On your left. Ja. Wobei, jetzt mach ich mir kurz Feinde, wobei ich hier emotionaler dabei war. Aber nee, aber deswegen, die Serie lebt halt die Charaktere. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, um auf Dracula zu kommen. Ist natürlich schwierig, einen so starken Antagonisten, der ja auch trotzdem, ich meine, selbst wenn er nicht da ist, beherrscht er die Serie. Weil der rote Faden ist dann trotzdem, er ist nicht mehr da, aber alle anderen Vampire wollen ihn wiederbeleben. Also er bleibt ja im Grunde der rote Faden der Serie. Aber natürlich so einen Charakter rauszunehmen, natürlich, ist halt immer schwierig so. Und ich muss aber auch eine Lanze für die dritte brechen. Allein atmosphärisch, weil die dritte Staffel hat sich für mich angefühlt, ob du Diablo spielst. Es hatte für mich so Tristram-Atmosphäre. Dieser kleine Stadt, dieser Orden, diesen Mönchen, was ist da los? Dann tritt Saint Germain auf, ja? Der ist natürlich dafür da schon so, ne? Du weißt irgendwie, irgendwas ist mit dem nicht richtig und überlegst ganze Zeit, was ist mit dem los. Ich mochte das gerne, diese Atmosphäre in dieser Stadt. Ich gebe dir recht, dass sie zerfasert ist, weil er sehr viele Sideplots dann aufmacht mit dem Zeittunnel und hast du nicht gesehen. Gebe ich dir recht, aber die Grundatmo in Staffel 3 mochte ich nämlich echt sehr gerne. Deswegen bin ich nicht ganz so dabei, dass alle Leute, die wird ja sehr gehatet so. Auch in echt? Der, ja, schon. Auch in der Kessel, also in der Fanbubble von der Serie. Das Problem ist, was die dritte, einen ganz großen kapitalen Fehler, den die dritte macht, meiner Ansicht nach, ist Isaac.
Ja, Isaac hat sich für mich als dann doch interessante Figur herausgestellt, wo ich am Anfang immer dachte, ja, okay, der ist halt einfach so ein Vasall, so ein Scherge, so ein Dienstleister, der Forgemeister, der halt ja da irgendwie einfach die Monster erschafft so, und der hat keine größere Bewandtnis. Und ich hatte gehofft, weil ich fand es eigentlich ganz cool, dass Dracula ihn rettet und ihn da in diese Wüste schmeißt. Mhm. So, ja. Und dann sieht man die dritte Staffel und dann verläuft diese Handlung so parallel, aber wird auch immer so wenig irgendwie angesprochen. Und es gibt so wenig, also er taucht so selten auf. Und wenn er dann auftaucht, dann meistens nur, um irgendwelche Schlachtszenen irgendwie zu gewährleisten. Sich wieder darüber ärgert, dass die Leute ihm unfreundlich gegenüberstehen. Genau, genau, genau. Wenn er mit 100 Monstern in die Stadt kommt. Und kann ich gar nicht verstehen. Irgendwann dachte ich so, warte mal, wollen die jetzt vielleicht das so hinbiegen, dass Dracula ihn nicht nur an einen anderen Ort teleportiert hat, sondern sogar in der Zeit zurück. Oder halt Zeit, dass es halt noch eine zeitliche Rolle spielt. Weil dann, ich war kurzzeitig Feuer und Flamme dafür, dass Isaac in die Vergangenheit geschleudert worden ist und aus der Vergangenheit heraus eben halt diesen Monsterfeldzug bis in die Walachei führt, der dann dafür sorgt, dass so jemand wie Dracula überhaupt erst entsteht. Zum Beispiel. Ah, verstanden. Ja, ja, okay. Weil, also das hätte ich irgendwie spannend gefunden, dass Dracula so gesehen sein eigenes Fortbestehen dadurch sichert, dass er Isaac hat. Dass er irgendwas mit Isaac macht. Und den Werdegang von Isaac, okay, irgendwann merkst du dann halt, okay, aber das scheint nicht so zu sein, es scheint schon irgendwie parallel zu verlaufen, aber dann ist Isaac wieder weg. So. Ja, dann ist er da in dem Zaubererturm und dann dachte ich auch so, okay, jetzt nimmt er vielleicht seine Kraft auf und wird dann supermächtig oder irgendwie sowas. Aber ja, ich finde auch, weil du hast ja nicht nur Isaac, sondern Camilla auch. Du hast Camilla, du hast die anderen drei Hector. Schwestern. Hector. Und Loria, und Loriana. Lorraine. Ja. Lorena, Loria. L, ja. Leonor. Leonor. Lenor. 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 Wie das Waschmittel. Irgendwie, ne? Ja. Aber ja, und das meine ich. Und ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber mir ging es tatsächlich so, weil ich die dritte und die vierte wirklich jetzt relativ hintereinander, kurzzeitig hintereinander geguckt habe. Ich muss schon sagen, so der Status quo der einzelnen Figuren, wie die dritte Staffel die einzelnen Figuren verlässt, ich war schon irritiert, wie die vierte Staffel plötzlich weitermacht mit diesen Figuren. Ja, also wo Hector irgendwie am Ende der dritten Staffel, ja, was ich halt schon auch, sage ich mal, relativ fies fand, ja, so dass Lenore ihn da halt so wirklich in so eine Leichtgläubigkeit gebracht hat, dass er gedacht hat, oh, es wird alles besser. Ja, so ein Schuss, den sie verwandelt hat. Ja, und am Ende hat er halt diesen Sklavenring irgendwie, drehte, spann sich über seinen Körper, wo ich gedacht habe, Alter, okay, fies. Und plötzlich ist er dann in der nächsten Staffel, ja, hier, ich trinke mal mein Weinchen, hämmer mal hier so ein bisschen rum und hab noch einen kurzen Smalltalk mit Lenore, die Frau, die mich eigentlich vollkommen aufs Kreuz gelegt hat, die mich jetzt halt in die ewige Versklavung irgendwie geschafft hat, so. Und ich fand auch Camilla, das waren irgendwie so Sprünge im Charakter zwischen Staffel 3 und Staffel 4, die fand ich nicht ganz so gelungen. Ich fand's bei Camilla, also mir ist es nicht so stark aufgefallen. Also bei Hector, das Ding ist, dadurch, dass Hector halt in dieser Gefangenschaft war, finde ich, hat man relativ schnell vergessen, dass Hector und Isaac ja eigentlich auch Figuren waren, die auf einer Ebene schon waren. Also ein Hector ist ja jetzt kein schwaches Lamm. Ja, aber er wirkt halt in der ganzen dritten Staffel wie richtig, weil er sich halt, ich meine, der war von vier Vampiren irgendwie eingesperrt. So, also man kann jetzt natürlich dafür reininterpretieren, dass der sozusagen auch sein Spiel gespielt hat, was er am Ende gemacht hat. Mhm. Er hat ja seinen Hammer geschmiedet, er hat ja seinen Teil vorbereitet. Und seine Portale da. Ja. So, ne? Aber klar, da dann sozusagen den Überblick zu behalten, wer jetzt welche Intentionen hat, das fand ich dann in der dritten dann halt auch schwer, weil es halt auch eher dann so war, dass ich mir eigentlich noch mehr auch von den anderen beiden Schwestern sozusagen. Gwynch habe hier die Kriegerschwester und ihre Verliebte sozusagen. Das war halt sehr viel. Eben. Und ich habe bei mir war es so, ich habe die zweite zu Ende geguckt und habe dann aber die dritte nicht geschaut, weil ich die zweite oder zumindest das Ende der zweiten irgendwie relativ schwach abgespeichert habe. Mhm. Weil mir diese verschiedenen Vampir-Clans und das Übernehmen von Dracula irgendwie mir auch manchmal ein bisschen zu viel war. Und dann habe ich sozusagen ich habe die dritte und die vierte nacheinander sozusagen gebinged. So als die vierte rauskam, habe ich gesagt, okay, wenn das sozusagen das Ende auch ist, so mit Ankündigung irgendwie, dann guckst du jetzt die dritte und vierte einfach mal in eins durch. Und deswegen war das für mich eher nicht so. Also für mich, also ja. Klar, das gibt dir recht, dass die dritte irgendwie so ein bisschen wie so ein Vorbereiten ist. Aber wenn du es halt nacheinander guckst, direkt, dann geht's eigentlich. Ja, dann geht's eigentlich. Okay, gebe ich dir recht, aber ich muss trotzdem sagen, obwohl ich die relativ zeitnah mit vielleicht Abstand von maximal 4 Tagen gesehen habe,
war für mich schon ein Unterschied. Natürlich optisch, ne? Also ich finde, wo die dritte Staffel eher so ein bisschen farblich entsättigt wirkte, so. Durch das also Dorf auch der, dieses langen, ja. Langenfeld. Genau, genau. Lindenfeld. Genau. Ja, Lindenfeld, genau. Das wirkte alles ein bisschen, braun, ja, ja. Genau, so ein bisschen braun, ein bisschen blasser, ein bisschen irgendwie, als wären die Farben so rausgesogen worden. Und dann siehst du die vierte Staffel auf einmal und dann gerade hier, Lenore, ja, vorher plötzlich die feuerroten Haare und auch so rosige Wangen und auch bei Saint-Germain hast du plötzlich die Furchen in den Wangen gesehen. Also das war irgendwie schon sowohl optisch wie aber auch von der Stimmung her, fand ich schon, dass da ein Unterschied war. Kräftige, und ich war dann doch leider, obwohl ich die sechste Folge, wenn Hector, nee, wenn Isaac gegen Camilla antritt, oder beziehungsweise mit seiner Armee das Schloss von Camilla stürmt. Ich fand, das war eine sehr geile Folge. Ich habe mir das sehr gern angeguckt. Es war ein geiler Endkampf auch. Ja, der war. Auf diesem Blutsee oder das Blutteppich. War, das war schon geil. Ja. Das hat schon Laune gemacht so. Aber ich war dann doch enttäuscht, was sie aus Camilla gemacht haben. Also Camilla fand ich nämlich in der dritten Staffel ein vielversprechender Charakter, der halt irgendwie doch ein bisschen Komplexität an den Tag legt und auch einen Plan hat und erstmal andere machen lässt, um sich dann halt irgendwie zu profilieren oder dann irgendwie das alles auszuspielen, was sie da so gewähren hat lassen. Halt, ja. Ja. Und dann in der vierten haben sie irgendwie nichts mehr mit ihr richtig angefangen. Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, aus Camilla hätten sie mehr gemacht, wenn die Serie mehr Staffeln bekommen hätte. Ich habe das Gefühl, irgendwie, vielleicht stand da auf der Kippe, machen wir danach weiter oder nicht. Hätte die Serie noch drei Staffeln bekommen, hätten sie, glaube ich, das anders aufgezogen, hätten Camilla erstmal dann in den Vordergrund gestellt, hätten ihr Spiel ausspielen lassen, wären dann reingegangen. So war wahrscheinlich die Entscheidung, wir machen jetzt hier den Cut und dann haben sie es quasi abgekürzt. So. Und mit dem, was dann Isaac ja vorbereitet hat, war das ja schon etabliert. Also, ich muss auch sagen, ich finde Isaac interessanter, als ich ihn, also ich fand ihn am Ende interessanter, als ich anfangs dachte, weil ich meine, muss ja schon sagen, er ist ein bisschen der philosophische Part der ganzen Serie, ne? Manches ist auch ein bisschen gefühlt in die Luft geschwafelt, so, was nicht alles komplett. Wollte ich gerade sagen, ne? wenn er dann da hier mit seinem Fliegenmensch zum Beispiel die Bären isst, so. Wobei, das fand ich stark. Ja, aber. Also, metaphorisch gesehen, ich finde ja seinen Charakter halt interessant, weil er eben ja sagt, ich mache quasi, also, Night Creatures sind mehr als nur Monster. Ich will denen quasi auch ein Leben ermöglichen. Das ist ja so sein Lebensziel. So, ne? Ein Monster heißt nicht Monster, beziehungsweise ich will diesen Monstern ja auch ihre Lebensberechtigung so. Und ich fand das irgendwie nett, dass er auch dieses Monster, was ja vorher ein Mensch war, weil das ja durch dieses Forgen werden die ja zu Night Creatures. Ich fand das ganz geil, dieses mit dieser Beere, so nach dem Motto, erinnere dich mal an ein altes Leben. Das Monster ist so, wir fressen Fleisch, was willst denn du von mir? So, probier doch jetzt endlich mal. Und dann isst er die Beere und so, ist ganz geil. Also, ja, okay, doch verstehe ich. Also, ich fand das auf einer psychologischen Ebene, was da passiert, echt schon spannend. Aber auch da hättest du halt noch viel mehr ausspinnen müssen, können. Ne? Das ist halt das Ding. Und da fühle ich halt so, hab ich das Gefühl, da hat sich die Serie echt im Übergang von 3 auf 4 halt dann beschränkt, weil sie wussten, es endet und haben dann eben dann nur noch die wichtigsten, stärksten Plotpoints eben dann zu Ende gespielt. Also vielleicht ein bisschen verzettelt. Ja, ich dachte ja, vielleicht verzettelt oder wie gesagt, ja, vielleicht war mal geplant, wir machen mehr als 4 und dann stellen wir uns so auf. In der vierten ist dann Camilla Hauptbestandteil, dann stirbt die vielleicht am Ende und dann kommt 5 oder so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in der dritten wird alles aufgestellt und in der vierten wurde dann entschieden, was davon wirklich dann. Dass der Hauptaugenmerk ist so. Du, fühlt sich halt ein bisschen an. Fühlt sich für mich dann, also kann ich auch sagen, dass das durchaus ein Thema oder beziehungsweise ein Grund sein dafür könnte, dass das halt sich so anfühlt für mich oder für mich so angefühlt hat. Und ich bin auch mit keinem dann im Endeffekt dieser Arcs unzufrieden. Man hätte aus manchen halt nur deutlich mehr machen können. So. Ja. Das Beispiel mit dem Fliegenmann war vielleicht jetzt auch nicht das Beste, aber es gibt zum Beispiel ein Gespräch zwischen Isaac und dem alten Verkäufer, der ihm diesen zerbrochenen Spiegel gibt. Nee, da wird gar nichts raus, das stimmt. Ja, oder auch mit dem Kapitän, der ihn halt nach Genua übersetzt. So. Da sind so viele, und das merkst du halt, pro Folge war mindestens ein so ein etwas längeres Gespräch immer dabei, wo du halt irgendwie dann schon sowas wie eine Art Formel irgendwie gespürt hast. Halt versucht, du hast halt versucht, seinen Charakter irgendwie so ein bisschen auf Pump sozusagen, auf Teufel komm raus irgendwie mit Philosophie zu füllen. Halt. Er sollte sich halt erklären immer wieder. Ja. Aber das war, so viel hätte er sich gar nicht erklären müssen, weil es war eigentlich doch immer das Gleiche, was er gesagt hat, nur in anderen Situationen. Genau, und dadurch wird es ein bisschen aufgebläht. Ja, obwohl die Figur halt, und das meine ich halt, die Figur ist ja eigentlich an sich echt interessant spannend. So. Ja. Ich hätte gern mehr von ihr gesehen. Ich finde auch jetzt in der vierten Staffel ist er plötzlich nicht mehr da. Ist er einfach weg. So, also klar, man sieht ihn, man kriegt noch so ein, zwei Szenen, wo er sagt, okay, das. Ich fand auch den finalen Entschluss, Hector, sage ich mal, zu verschonen, fand ich ziemlich cool. Mhm.
Fand ich ziemlich cool, weil. Aber das musste ja sein, weil wenn er die ganzen Gespräche geführt hätte. Und das kommt dabei raus, ja. Und dann bringt er ihn doch um, dann hätte er keine mehr labern müssen eigentlich. Ja. Genau. Dann wäre der Charakter auch wirklich für. Dann hätten sie ihn echt einfach über Bord. Das ist wirklich der logische Schluss der merkwürdigen Staffel. Dafür. Aber trotzdem irgendwie fühlt es sich nicht ganz zu Ende erzählt an. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe jetzt eine absolut runde Geschichte für Isaac bekommen. Genauso wie für Camilla. Und das wird dann halt noch irgendwie dann auch zersetzt durch diesen, wie hieß der, Varys? Der andere Vampir, der mal zum Gefolge von ach, die beiden in der Stadt. Ja, ey, da gibt's auch der Slawische. Da gibt's dann noch so einen anderen, da gibt's auch noch so einen Dialog zwischen den beiden, wo der eine dem erklärt, was er für ein Scheiß-Vampir ist. Ja. Und er ist ja doch eigentlich der viel bessere Vampir, weil er halt ein Typ ist, der sich alles nimmt, der kämpft und bla bla bla. Und er ist so ein Taktiker und so ein Paktierer. Und so ein Obdachloser. So ein Feiger irgendwie, der aus dem Schatten agierender Lump. Und da dachte ich mir so, ey, was wollt ihr mir erzählen? Ihr sterbt nächste Folge so. Also das ist vollkommen egal. Ja. Naja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Okay. Wir sind ja immer noch im Spoiler. Ja, ja. So, dass man am Ende. Aber ich muss dann sagen, er wirkt dann halt einfach nutzlos, die ersten 5, 6, 7 Folgen irgendwie, weil er halt immer so blöd irgendwie in Szene gesetzt wird. Und dann halt aber auch noch in Verbindung mit seinem, was war das, seinem Feldherr, der andere, dieser russische Vampir oder keine Ahnung. Aber das ist ja der Twist. Das ist genauso wie wenn bei Saw die ganze Zeit immer auf dem Boden liegt. Ja, eigentlich schon. Ja, der hält dann wenigstens Maul. Gut, ja. Er wird halt so ein bisschen, der wird ja so als Dulli halt eingeführt. Ne? Und vor allem halt, er fühlt sich ja überlegen, aber dann lernt man ja auch in dieser Folge, wo sie im Untergrund dann kämpfen, in dieser Zufluchtsstätte. Varney. Ja, Varney, genau. Heißt. Kommt ja dann eben auch raus natürlich, ne, dass der Slawisch natürlich auch viel mehr Power hat und eigentlich der viel bessere Kämpfer auch ist und der ganze Zeit das Maul aufreißt, erstmal so eigentlich nichts drauf hat und dann kommt ja erst der Twist, dass der Schwache ja eigentlich eigentlich noch der Allmächtige ist. So. Dafür gab es halt echt Szenen, die sich halt einfach nur wie Füllmaterial angefühlt haben. Ich muss tatsächlich auch das in der, wie hieß die erste Stadt, wo sie dann Traviste. Ich fand, das war auch alles so relativ schwach. Auch dieses Untergrundding. Ach so, genau, mit diesem Tunnel, ne? Ja, genau, ja. Das hat sich so ein bisschen. Das fand ich halt in der vierten Staffel tatsächlich echt, wo ich zwischendurch gedacht habe. Weil dann sind ja auch diese beiden Rebellen da und die Kurzhaarige, die sozusagen da die Rebellen anführt, die auch super nervig war irgendwie fand die ganze Zeit. Vor allem, die war auch nicht plausibel, mal ehrlich. Ja. Das war so ein bisschen forciert. Aber hat sie diesen Käfer im Nacken oder was? Ja, aber wofür war dieser Käfer im Nacken? Der wurde ja auch nicht mehr richtig thematisiert. Ich meine, ob die jetzt so gefunden haben? Ja, aber ich ob die jetzt so gefunden haben oder eben aufgrund dieses Es war ein Tracker. So. Ja, aber das hat es jetzt nicht dachte, wirklich. Ich dachte, die wurde dadurch irgendwie dann von den Vampiren ferngesteuert. Das wurde ja auch nicht wirklich. Das soll ein Tracker sein, so wie ich das verstanden hatte. Das war, glaube ich, ein Tracker, damit die vier aufspielen. So habe ich es auch verstanden, aber so wirklich. Wirklich in Szene gesetzt als Tracker wurde es dann auch nicht. Nee, das ist so richtig. Sie läuft so hinter ihr und du musst das Ding eigentlich sehen. So, dass hier da irgendwas im Nacken ist. Das Ding war ja so groß. Ja, ein Piercing. Was ich aber noch sagen wollte, weil, bevor wir Camilla abschließen, ich fand's nicht so wie du. Ich fand, dass Camilla für mich war, ab dem Moment, wo sie sozusagen in der zweiten Staffel schon gegen Dracula rebellieren wollte, war mir eigentlich klar, dass sie ist nicht der Mastermind so, sondern sie ist sehr hochmütig. Und sie ist sozusagen der Charakter, der am Anfang als Führungsposition, also als jemand etabliert wird, der sozusagen die Führung an sich reißen will, der Leute hinter sich hat, aber das auch nur schafft, weil sie gut reden kann, weil sie furchteinflößend ist. Das sind aber oftmals die Figuren, die, wenn es drauf ankommt, sozusagen dann eben nicht die stärksten sind. Und so jemand wie Isaac, der sich eher zurückgehalten hat, sondern der eher eine ruhige, sozusagen ruhig durch die Gegend gelaufen ist, hat dann auf einmal gesagt, Alter, du bist mir überhaupt nicht gewachsen, weil das war ja kein fairer Kampf. Der hatte ja nach Strich und Faden mehr oder weniger. Naja, und halt vor allem hat mir Night Creatures geholfen, ne? Also. Ja. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, Isaac hatte schon ein bisschen mehr Vorteil in dem Kampf. Ja, also ja, dafür hat sich Camilla halt auch gut geschlagen. So. Also fand ich auch. Die ist also ja schon sehr mächtig. Die hatte schon Power. Wo ich auch sagen muss, in dem Kampf, Isaac hatte ja immer so ein Personal Guard mit Flügeln, so ein fettes Night Creature. Als der gestorben ist, sich so vorhin gestellt hat, um den Blow abzufangen, das fand ich, das war auch so ein kleiner Moment, wo ich dachte,
cool. Aber dann, ich mochte da mehr den Move von Camilla, sich das Schwert halt hier reinzustecken und zu sagen, bevor ihr mich kriegt, mache ich mich selbst. Das ist sowieso das Allerbeste an dem Kampf, weil das passt nämlich zu ihrem Charakter. Weil sie ist nämlich, ich meine, sie wird ja auch so als feministischer Charakter eingeführt, der auch, ne? Mit, natürlich, die haben ja diesen weiblichen Vampir-Clan, die halt am Ende sagt so, ey, bevor ich mich hier von einem Mann umbringen lasse, nö. Aber und das, die Genugtuung gebe ich dir nicht so. Das fand ich echt sehr konsequent. Ja, das fand ich auch konsequent und fand ich auch einen richtig coolen Moment und sah auch geil aus, meiner Ansicht nach. Ja. Also es hat schon innerhalb der Optik dieser Serie. Der Moment, wo die diese blutroten Augen, das war auch richtig geil. Und auch wenn sie halt über den Boden schlittert und dann halt diese Spuren von zieht, wo man halt den Fußboden nochmal sieht und die dann wieder so zugeschwemmt werden vom Blut. Das war schon geil inszeniert. Das waren schon coole Momente. Ja. Aber nur ich finde halt so schade, weil genau dieser feministische Ansatz, den fand ich eigentlich ganz cool von diesen Vampirinnen zu sagen, ey, weißt du was? Ihr Männer habt jetzt das alles gemacht, so. Ihr habt jetzt jahrelang die Walachei irgendwie beherrscht oder sonst irgendwas oder Osteuropa. Und es ging eigentlich nur immer scheiße aus, so. Es ging halt nur im Krieg aus, jetzt versuchen wir mal was anderes, ja. Und das fand ich in der dritten Staffel mit einem der stärksten Aspekte neben Isaac. Mhm. Aber dann in der vierten Staffel sagt Camilla dann auf einmal, ja, aber ich will jetzt die ganze Welt beherrschen. So, warum? Ja. Und das fand ich irgendwie so, das ist so schade, weil das ist dann Ausgang, aber vielleicht, vielleicht ist es aber auch wieder genau der Punkt, den gerade eben Dennis meinte eben, dieser Hochmut. Ja. Nach dem Motto, ich will es besser machen, aber eigentlich will ich auch nur Power. Ja, aber nicht mit den anderen drei dabei, weil die anderen drei dabei sind alle sehr vernünftige. Ja, aber deswegen kehren sie ihr dann auch schnell den Rücken. Ich meine, als die beiden dann, als die Schwestern da ankommen und sehen, da brennt's. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, da haben noch die beiden das Liebespaar, die haben doch gesagt, okay, nee, weißt du, die haben vorher schon gesagt, als sie bei sich da in diesem Zelten waren, war auch ein geiler, geile Kampf mit dieser fetten Rüstung. Ey, diese Anti-Sonnenstrahl-Rüstung ist ja wohl der Kampf gegen die Bauern, auch richtig geil. da sagen sie ja schon von wegen so, ey, ne, unsere Schwester und so. Und als sie dann ankommen und sehen, da gab's einen Angriff, dann meinst du so, alles klar. Das ist echt so, die reiten so aufs Schloss zu. Ja. Nein. Und dann merken sie halt, alles klar, das hat sich erledigt. Also du merkst ja, die sind mit ihr auch nicht zufrieden. Die sind nicht mit ihr zufrieden, aber sie sind trotzdem für sie in die Schlacht gezogen. Ja, weil sie schwer, genau. Ja, aber okay. Blut ist dicker als. Ja, ach, auf Sonne. Blut, oh, so Blut dick war es dann doch nicht. Blut ist dicker als Boden. Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe es ein bisschen anders. Bei diesem Kampf mit der Tagrüstung, ja, das war so auch für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, da müssen mehrere Zeichenstudios am Start sein, denn dieser Kampf sah einfach deutlich anders aus. Der war so frisselig, der war so ausgefranst von den Animationen her. Da war ich nicht so ganz auch wieder voll bei den Animationen dabei. Ja, den Kampf mochte ich auch nicht, ich mochte einfach die Rüstung. Ja, die Rüstung war cool. Dass da so eine große Vampirfrau sich so eine noch größere auch die Anti-Sonnenstrahl- oder Anti-Tageslicht-Rüstung packt sie aus und das war schon mit diesem riesen Schwert. Ja, und dieses gelbe Visier, die sah schon fast aus wie ein Gundam. Ja, genau. Und dann natürlich ich meine, es waren ja nur Bauern, sagt sie ja dann auch, ne? Das war ja keine Herausforderung. Nee, aber wie sie dann die Dollar weghämmert, das war schon geil. Vor allem halt so wirklich mit 3 Hieben irgendwie 15 Leute verteilt. Da muss ich auch sagen, fand ich ein bisschen schade, dass Belmont so spät dieses Kreuzschwert bekommen hat, diesen Schwertbohrer. Das war natürlich auch so ein bisschen das Last-Level-Upgrade. Den hätte ich gern vorher im Einsatz gesehen. Also das hätte ich gern vorher im Einsatz gesehen. Ich fand das geil, wo er dann unten in der Cut, wo die in der dritten Staffel in dem Kloster unten waren und dann kommt ja dieses Monster aus dem Portal und er zündet da zum ersten Mal so seine Kette in seinen Ultimate-Modus und wo er da diese 1000 Schläge macht, wie geil das aussah, wie er auf das Ding eingehen und es explodiert einfach nur alles. Ja. Der Michael Bay-Moment. Also so alles in allem, 32 Folgen sind es, glaube ich, finde ich das schon eine sehr schöne Herangehensweise an das Videospiel, weil ich finde, man merkt halt schon sehr viel aus den Spielen, also zumindest also, was ich halt noch von den Spielen her kenne, da sind sehr viele Elemente mit drin. Mhm. Trotzdem werden so viele andere Zielgruppen auch noch bedient. Ich muss aber sagen, die Gewalt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Hin und wieder war es mir ein bisschen zu pubertär, kann man das so sagen? Also Gewalt zu pubertär? Daniel, bist du alt? Ja. Du warst lange nicht mehr auf diesem Filmfest, glaube ich. Dämonen feiert ab und jetzt kommt er mit zu pubertärer Gewalt. Ja, aber die Dämonen kommen aus den 80ern. Das ist ein Beispiel. Naja, also zum Beispiel, also das sind immer so diese banalen Gewalttaten, diese beiläufigen Gewalttaten, sage ich mal, oder diese beiläufigen Brutalitäten, wenn dann irgendwie wieder irgendwelche Nachtgestalten so ein Dorf anfallen und so und dann siehst du halt, wie halt irgendwelche bedeutungslosen Protagonisten so möglichst krass zerfleischt werden so und werden Gesichter abgebissen. Und das sieht man halt alles wirklich explizit. Ich fand manchmal, merkte man, dass da ein großer Wille zur exzessiven Gewaltdarstellung vorherrscht oder existiert. Und ich fand das manchmal
wirkte das immer so ein bisschen, ah, komm, wir zeigen es euch jetzt, weißt du, so ein bisschen übereifrig. Das ist eigentlich das Einzige, was ich daran, wenn überhaupt, nur leicht zu kritisieren habe. Es ist nicht, dass es mich großartig stört. Es wirkte nur manchmal immer so ein bisschen so, oh, jetzt wollen wir mal besonders hart sein. Okay. Und das, finde ich, muss es gar nicht sein. Ich hatte nicht das Gefühl, das war durchweg eine Gewalt. Eine Note, so, ja, ja. Fand ich auch. Ich sehe das Problem nicht. Also jetzt wirklich ganz im Ernst, so. Das ist halt einfach eine fucking düstere Welt, die, wir haben gerade schon gesagt, so, die halt von Krieg beherrscht ist, die von Dämonen beherrscht ist. Die, da geht's halt brutal zu, so. Die, ja. die Dämonen fressen die Menschen, die ernähren sich an denen. Das wird ja auch ständig gesagt. Ich meine, es geht um Vampire und Dämonen und André, Blut und das verstehe ich. Verstehe. Ich akzeptiere auch jede Gewalt, die in Form eines, weiß ich nicht, Todeskampfs und weiter entsteht, so. Ja. Es gibt halt hier und da aber schon Gewaltmomente, bei denen ich dann wirklich sage, sie waren nicht unbedingt nötig. Sie waren einfach nicht unbedingt nötig. Sie geben jetzt der Szene nicht noch mehr Härte, noch nicht mehr Grimmigkeit, noch nicht mehr Düsternis, noch nicht mehr Authentizität, sondern sie sind einfach nur da, um sich an ihnen zu ergötzen. Und das finde ich in manchen Fällen vollkommen in Ordnung. Aber manchmal ist halt auch ein bisschen too much. So, wo ich mir so denke, ey, ich muss ja noch ein paar andere, sag ich mal, wenn Belmont zusammengeprügelt wird, muss ich ja auch irgendwie mitgehen. Ne? Und dann, also du meinst quasi, diese übereifrige Gewalt hat vielleicht anderes ein bisschen abgeschwächt, wo es wichtiger gewesen wäre, darauf den Fokus dann zu legen. Genau, und manchmal wirkt es halt dann so ein bisschen so, ey, wir wollen jetzt einfach mal zeigen, wie hart. Da gehe ich vielleicht sogar mit, weil, wie Dennis sagt, das war halt so eine Gewaltnote. Es gibt keine großen Peaks. Es gibt jetzt nicht den einen Moment, wo du sagst, boah. Genau. Eigentlich in jedem Kampf ist so, okay, boah. Ja, genau, das meine ich. Weißt du, wenn du halt okay, 15 Mal siehst, wie einem das Gesicht abgerissen wird, auch durch, dann ist es halt irgendwann, ja, schon irgendwie beiläufig. Und dann muss ich mir halt, muss ich mich halt fragen, warum? Ja, okay, so. aber da bin ich wesentlich mehr Fan von. Ja. Ich finde in der Serie, dass die Gewalt beiläufig wird, weil sie eben auch so random ist, weil dort eben einfach Monster, Menschen ohne tieferes Ziel sozusagen ermorden, weil sie instinktiv handeln. Ich brauche sozusagen keine diese so wie du das beschreibst, fehlt dir sozusagen auch die Gewalt um sozusagen dann eine Spitze zu machen, die dich nochmal wieder richtig irgendwie greift, so. Und ich finde, dass diese Serie eben durch diese durchgängige Note Gewalt eben nicht zum Spektakel werden lässt, sondern die Gewalt ist einfach Teil, wie André sagt, dieser düsternen Welt. Und diese ist halt da du kannst sie halt zeigen oder, also, sie passiert. So, die passiert. Und warum solltest du sie dann nicht zeigen? Gewalt gehört halt zum Spektakel. Also mich hat's nicht gestört, nur wie dich. Ich verstehe deinen Punkt. Aber mich hat's halt nicht gestört. Aber ich verstehe mich stört's auch nicht. Ne? Also, dass dabei vielleicht manchmal der Fokus verloren geht, so kann, ja. Also, auf wirklich, mich stört das nicht. Ja. Mir ist es nur halt, das war so ein Eindruck, den ich gewonnen habe anhand mancher Szenen, weil manche Szenen, und da würde ich dir halt ein bisschen widersprechen, weil manche Szenen halt schon bewusst so in Szene gesetzt werden, dass eben genau die schlimmsten Gräueltaten eben gerade zu sehen sind. Und ob das immer wieder, sag ich mal, durch die Story motiviert ist oder nicht, stelle ich halt so ein bisschen in Frage. Aber das ist etwas, was mich nicht stört. Es ist eine Serie für Erwachsene. Es basiert auf einem Vampir-Action-Spiel oder Action-Abenteuer so. Dass das blutig ist und dass das auch irgendwie mal ins Extreme geht, vollkommen legitim. Ja? Ich finde nur die Art und Weise der Inszenierung manchmal halt einfach ein bisschen. Die Frequenz hätte es nicht. Genau, ein bisschen übereifrig. Fertig. Ja, fein. Ja. Ja, das ist doch schön. Ich finde auch, selbst wenn man bis jetzt wahrscheinlich keine Zugangspunkte mit Castlevania hatte, das ist, glaube ich, eine Serie, wenn man auf diese, sagt man das, Mythologie, auf das Genre irgendwie steht, wird man damit, glaube ich, echt zufrieden sein. Das ist halt auch wichtig, genau. Man muss das halt nicht kennen, ne? Das ist ja immer oft bei Leuten, wenn die es lesen, so, okay, muss ich das, wir wissen, das basiert wohl drauf, muss ich das kennen, das Original? Nee, musst du halt nicht. Ja. Seid ihr zufrieden gewesen, wie die Serie geendet hat? Ich finde das einen schönen, versöhnlichen Schluss. Bis auf eben, dass wir gesagt haben, dass vielleicht manche Anschriftpunkte ein bisschen dann schnell kamen, weil es vielleicht ein bisschen gehetzt wirkt im Übergang. Abgesehen davon war ich eigentlich mit allem zufrieden. Weil ich muss halt sagen, das, was die Serie wirklich am stärksten macht, ist das Trio Alucard, Trevor und Sypha. Und gerade wenn die drei zusammen sind, finde ich, das ist auch eine wundervolle Chemie. Und das gucke ich mir gern an. Das hat so dieses, ja, weiß ich nicht, dieses Heldentrio, Abenteuerheldentrio so. Ja, vor allem, ich glaube, die Serie hat ja am Ende sozusagen, die hat ja mehr oder weniger zwei, drei Möglichkeiten gehabt, wie sie hätte enden können. Ja. Und ich glaube, in vielen anderen Serien oder Filmen hätte man sagen können, ein alternatives Ende wäre sozusagen das mutigere Ende gewesen. Oder es wäre irgendwie zur Welt gepasst, aber ich finde, in dieser Szene, wo das sozusagen dann geteased wurde, was passiert, habe ich gedacht, hier wäre ich wirklich dafür,
das bestimmte Ende zu bekommen. Und als es kam, war ich sehr glücklich, dass sozusagen die Charaktere nochmal innegehalten haben und Entscheidungen getroffen wurden. So, na gut, hier, da machen wir so. Sowohl Alucard und die Dorfvorsteherin. Ja. Finde ich super. Also hat mich auch mit den Kindern und so. Ja, mit den Kindern. Ich fand das super. Das fand ich so. Ja, du bist ein unsterbliches Wesen. Du hast ein Riesenschloss. Siehst aus wie der junge Gott so. Ja, aber was bringst du dir, wenn du halt? Ja. Was machst du damit so, wenn du halt keinen hast? Ja, mach doch die Türen auf. Ja, und das fand ich halt super, dass man da irgendwie eine schöne Lösung für ihn gefunden hat und dass Sifa dann sogar noch sagt, ey, ich bleib hier. So, ja. Genau das. Ja, anstatt irgendwie wegzugehen, wie es in jedem anderen Abenteuer halt auch schon mal gerne passiert. Ob Trevor jetzt noch mal zurückkommen musste oder nicht. Ich hab's jetzt extra offen gelassen. Ja, ach komm, Daniel. Ey, wir sind hier, das ist doch scheißegal. Die Leute haben, also wirklich. Oh Mann, na okay. Also, bis jetzt, wer wollte sich das denn bis jetzt angucken? Sagen, wenn das, wir haben jetzt mal so, bis so kurz aufs Ende gesprochen. Ja, das ist doch der letzte Knackpunkt. Den allerletzten Knackpunkt können wir ja noch als Geheimnis lassen. Die allerletzte Szene. Ach so, ja. Okay. Ja, die können wir ja noch im Geheimnis lassen. Ja. Aber ich sag mal so, ich wäre mit beiden zufrieden gewesen. Wäre Trevor nicht mehr da? Schon, ja. Man findet sich auch so ein bisschen damit ab, weil das ja auch noch bis zum letzten Zeitpunkt rausgezogen, wo du eigentlich noch glaubst, okay, das war's. Weißt du, wenn du gegen Gevatter Tod sozusagen antrittst, was halt, finde ich, ein geiles Cameo war, weil das ja auch eine berühmte Figur im Spiel. Sieht egal aus. Ja, also, ja, das meint der Kampf. Von Michael McDowell im Original auch. Also der Vorkampf vor der Tür, wo die zu dritt diese Tag-Team-Moves gemacht haben, war geil. Und wie er dann alleine so gegen ihn antritt, so, und das war schon Hero-Moment at its best. Ja, aber vor allem dieser eingefrorene Moment, wenn er halt direkt mit dem Schwert vor seiner Stirn, glaube ich, ist. Ja. Aber das, ja, du findest dich damit ab, weil du sagst, okay, der hat es vollkommen verdient, so, das ist traurig für Sifa. Aber es ist ja ein neuer unterwegs. Ja, genau, aber dann das meinte ich. Ich war doch glücklich, dass er überlebt hat, dass sozusagen, was du sagst, dieses Trio ist vereint. Diese Serie hat halt bei dem ganzen Gewaltgrad und bei der ganzen Scheiße, die passiert, hat die Serie ein Happy End verdient. Ja. Und ich finde, das Happy End ist nicht aufgesetzt, es ist nicht genau wie diese Beziehung zwischen den beiden, nicht cringy, es ist nicht so schön beiläufig. Aber sie passiert. Ja, es ist, du gönnst ihnen das einfach genau, ein. Und alles passiert irgendwie auch entgegen. Organisch. Ganz ja, und organisch entgegen der Klischees, weil du ja sagst normalerweise, ja, die beiden Abenteurer, sie ist schwanger, die machen sie jetzt weiter auf ihre Reise, die wollen nicht Sessa bleiben. Aber dann zu sagen, alles klar, Freunde, einer muss auf euch aufpassen, Mama bleibt hier. So. Genau. Perfekt. Und vielleicht ist schwanger Reisen auch nicht das Beste, ja, und dann kommt er halt zurück, okay. Und dann ist es also auch vielleicht so ein bisschen augenzwinkernd. Weil er auch die Sprüche macht und Alucard und so ein kleines, so ein kleines Nicken nochmal in Richtung Spielereihe. Ich meine, da wissen wir auch, wer immer wieder kam oder was weiß ich. Ja. Und deswegen, ich finde es auch verdient. Ist ein schönes Ende und kann gerne so bleiben. Und das, was dann noch danach kommt, worauf wir jetzt nicht eingehen, finde ich auch noch kommt. Vor allem, er kommt wieder und nach dem ersten Gespräch sagt so, bring mich jemand um, bitte. Dreck dich auf diesem Level, dieses. Ja. Genervt, aber lieben uns. Super. Ja. Ist einfach schön. Ja, aber auch was du hast, die Szene, ja, finde ich auch gut. Bin ich auch sehr froh drüber. Passt. Und ich bin mir aber noch nicht mal sicher. Sie hätten mit Saint-Germain nur ein bisschen klarer machen können, ne? Ja. Einen kleinen Tick da. Aber ich finde, um's da vielleicht zum Abschluss zu bringen, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mir noch eine weitere Staffel wünschen würde, wäre ich mir nicht sicher. Ich bin, glaube ich, sehr zufrieden, wie das geht. Ich würde unendlich noch so lange. Alice, sozusagen das Schreiben auf Castlevania Bock hat und das so gut weiß, würde ich sagen, nehme ich alles gerne, aber der Sendung oder der Serie zuliebe, würde ich sagen, mach den Cut. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du dann Simon oder nochmal irgendwelche anderen Geschichten irgendwie, dass du die nochmal anfangen. Ja, früher oder irgend sowas. Ja, genau. Aber dann bitte jetzt auch Zeit lassen dafür. Genau. Erstmal ein bisschen so die Melancholie. Ich finde, es ist auch und das schön, Gefühl mitnehmen lassen. Dass du mal vier gute Staffeln von der Serie bekommst, die auch nicht allzu lang ist. Ja. Und dann zu sagen, passt. Alles fein. Wird nicht zu früh abgesetzt, finde ich überspannend. Ja. Passt. Ja, reicht. So, reicht jetzt auch für heute. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, André. Vielen Dank euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, wie wir hier über Castlevania abgenördet und nochmal rekapituliert haben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auch uns beim nächsten Mal wiedersehen. Es sei am Donnerstag oder am Dienstag oder wann auch immer. Tschüss! Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.